Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Gaming Dragon und zu einer weiteren Aufnahme von Tales of Monkey Island. Und wir werden das Spiel jetzt weiter spielen von dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Leider Gottes muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, es kann sein, dass ihr was doppelt seht jetzt, weil ich habe beim letzten Mal leider Gottes hatte mir die letzte Aufnahme nicht geladen und nicht gemacht und aber alles gespeichert. Und das war so ziemlich zermürbend. Aber ich habe alles jetzt wieder dorthin gespielt, wo wir es hatten. Also werden wir jetzt genau dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar werden wir jetzt diese unzerbrechliche Flasche zerbrechen. Und dazu werden wir mal heraufklettern zum Schiff der... Willkommen an Bord, Sir. Dan Winslow? Was machen Sie denn hier? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Kapitän, würde ich gerne als Ihr erster Offizier an Bord bleiben. Ich weiß nicht. Ich will eigentlich... Sehr gut, Sir. Sie werden es nicht bereuen, Kapitän. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, meine Stiche sind aufgegangen. Ich sehe Sie hier, wenn sich der Wind je dreht. Also unfreiwillig einen ersten Mat. Es ist eine detaillierte Karte über den Golf von Melange. Das könnte sich als nützlich erweisen, wenn ich jemals diese vermaledeite Insel verlassen kann. Und ein Käserad. Ein Käserad. Münsterkäse. Jetzt. Vielleicht finde ich ein paar hungrige Ratten, die ihn essen wollen. Hey, ist das nicht eine dieser totschicken neuen Schnellschusskanonen aus Ungarn, um die ich Elaine immer angefleht habe, dass ich sie kaufen darf? Hoppla, der Witz leistet ganze Arbeit an dieser Kanonenkugel. Au! Meine Einhörner! Meine hübschen Einhörner! Und so kommt man... ...zu einem Gerät, das einen erlaubt... die unzerbrechlichen Flaschen zu zerbrechen. So. Komm später wieder. Wir haben geschlossen, bis ich mein gesamtes Inventar ersetzt habe, das mir jemand zu Hades und wieder zurückgejagt hatte. Welcher Idiot würde so etwas tun? Ich weiß nicht. Aber wenn ich diesen Trappel zu fassen bekomme, schiebe ich über eine meiner Flaschen bis zum Anschlag ins Fundament. Arr! Was meinen Sie mit Fundament? Eigentlich sollte jetzt da dieses Ding liegen. Tut's aber gerade nicht. Oh nein. Ich würde nur gern das Ding haben. Wir haben geschlossen. Gut, verlassen wir nochmal die Insel und schauen, dass was, ob er dann wieder zurückkommt. Oder respawnt, ich hoffe es halt. Nein, tut er nicht. Aber vielleicht...
Habe ich hier Glück? Hallo. Was willst du wissen? Was zum Kuckuck ist mit deinen Beinen passiert? Du meinst wohl, abgesehen von einem Idioten, der einen armen alten Piraten in eine tödliche Wirtshausrauferei verstrickt? Ja. Vier Wörter. Der Marquis de Sange. Warum bist du denn nicht im Club 41 und machst es dir mit deinem Bock gemütlich? Weil mich diese untreuen Kanonenstopfer rausgeworfen haben. Warum? Der Club hat eine eindeutige keine Füße, nichts zu trinken Regelung. Deine Kommentare machen es nur noch schlimmer. Weißt du, abgesehen von den Beinen, siehst du mir etwas blass um die Nase aus. Kümmere dich um deinen eigenen Mist, du feiger Speichellecker! Hoppla, was war das denn? Was war was? Der Marquis de Sinch hat dir die Beine abgetrennt? Ei, nicht beide gleichzeitig, natürlich. Vor 7 Jahren trennte er mein erstes Bein ab. Nachdem ich mir den Zeh gestoßen hatte, als ich die Winde von Flotsam Island überprüfte. Das scheint mir aber einschneidend zu sein. Ei, manchmal glaube ich fast, dass mich der perverse alte Sack auf den Kieker hat. Bis dann. Ja, egal. Ah, da ist er wieder. Gott sei Dank. Alphabet, Schlussverkauf. Ich bin zurück. Hi, das sehe ich. Was können Sie mir über diese Flasche sagen? Das ist eine meiner unzerbrechlichen Flaschen. Unzerbrechlich? Ha, auf dieser Welt gibt es keine Flasche, die meinem Zerstörungstalent widerstehen könnte. Autsch. Beeindruckend. Die geheimen Zutaten stammen von diesen zerklüfteten Kristallriffen. Sie sind härter als Diamanten. Merkwürdig. Aber was machen Sie, wenn Sie eine dieser unzerbrechlichen Flaschen öffnen müssen, um, sagen wir, eine alte Schriftrolle zu lesen, die Sie zuvor clevererweise in der Flasche versiegelt hatten? Das ist eine gute Frage, Junge. Hier, ich zeig dir, wie es geht. Benutzte dieses schöne Teil, um Bruchstücke vom Reef abzuschlagen und um damit wiederum eine Flasche wie diese zu öffnen. Wow! Damit ich das auch richtig verstehe, Ihre unzerbrechlichen Flaschen werden genau genommen geöffnet, indem man sie zerbricht? Komm auf keine dummen Gedanken, Blondschopf. Ich kann auch andere Sachen zerbrechen, weißt du? Pass auf, ein dreiköpfiger Affe! Hey, fass den Flaschenbrecher ja nicht an mit deinen dreckigen Griffeln. Gut. Also jetzt liegt auf jeden Fall der Flaschenöffner da. Also feuern wir nochmal die Kanone ab. Nein! Nicht schon wieder! So, und jetzt hoffe ich, dass ich Glück habe. Und der Flaschenöffner dort liegt. Damit ich endlich... Ja, da liegt er. Die Flasche öffnen kann und ich hoffe. Es ist schon erstaunlich, wie viele Probleme im Leben durch wahllos abgefeuerte Kanonen gelöst werden. Okay. Gut, also wir benutzen. So.
Elaine, ich komme! Oder doch nicht? Oder vielleicht nicht. Aber wir haben ja Gott sei Dank die Lupe schon. Das sieht vielversprechend aus. So. Nachdem wir das geklärt haben, und weiter wandern. So. Also wir starten von einer... Was für schreckliche Opferriten auf diesem antiken Altar abgehalten wurden. Schmeckt wie Hähnchen. So. Aber jetzt probieren wir mal was aus. So. Also ab jetzt ist der Altar unser Startpunkt. Also der Altar mit Biene, Affe. Mit zuerst Biene, dann Affe, dann Wind. So. Zuerst Biene. Ich hab gesagt, zuerst Biene. Das sieht vielversprechend aus. Dann Affe. So weit, so gut. Jetzt nochmal Wind. Hoppla, hoppla, hoppla. So, Wind. Wind zeigt so nach oben. Das sieht vielversprechend aus. Gut. Stellen diese Zeichnungen den Wind dar? Dann Blume, Wind, Biene. Dann Blume, Wind, Biene. So. Blume, Wind, Bienen. Gut. Blume. Blume. Weiter mit Wind. Interessant. So, Blumenwind. Bienen. Sieht vielversprechend aus. Dann haben wir Wind einmal im Kreis, Wind. Okay. Dann haben wir Wind. Ich verstehe. Okay. Und einmal noch Wind. Wind zeigt die so. Die Blätter von Flotsam scheinen in diese Richtung zu zeigen. Wow. Oh, oh.
Jemand kommt. Mann! Hätte nie gedacht, jemals wieder hier rauskommen zu müssen. Aber es wird eine vorübergehende Schwankung von Flotsams Willen wert sein, endlich Triputs Hand in die Hände zu bekommen. Seine Hand in die Hände zu bekommen. Zu süß. Was war das denn? Und was ist hinter dieser Tür? Ohne Perle sieht diese Auster so leer aus. Vielleicht kann ich mich verbinden, indem ich diese riesige Kristallnase drücke. Nee. Oh weh, das ist okay. Mal ganz kurz auf der Dings schauen, gucken. Wir gucken. Manchmal kann ich nur so ein bisschen meiner Ehre retten. Okay, also wir gehen jetzt mal beinahe zurück zum Doktor, damit dieser uns mal so. Mein lieber Doktor, du wirst mir jetzt mal Rede und Antwort stehen. Doc? Oh, Sie sind's. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Es sei denn, Sie möchten Ihre Hand freiwillig den Fortschritten der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Einstweilen. Bist du sicher, dass du nichts über Flotsams Winde weißt? Was wollen Sie damit andeuten? Ich habe den Eindruck, dass dir diese verrückten Winde sehr gelegen kommen. Schließlich sorgen sie für einen ständigen Nachschub an Patienten und all das. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Na komm schon, gestehe es. Du bist der Kerl, der hinter diesen verdrehten Winden steckt, stimmt's? Was für eine unglaubliche Anschuldigung! Haben Sie auch nur einen Beweis? Das dachte ich mir doch. Einen schönen Tag noch, Sir. Aber
Ich sagte einen schönen Tag noch. Dr. de Singe? Für Sie immer noch Marquis de Singe, Rolling. Sieht das vertraut aus? Wo haben Sie das gefunden? Es fiel von der schaurigen alten Tür im Dschungel. Eine alte Tür mit einem Seekuhkopf im Dschungel? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sicher, sicher. Aber vielleicht solltest du sie dir mal anschauen. Sieht aus, als könnte sie ziemlich interessant sein, wissenschaftlich gesprochen. Ich gehe jetzt wieder dahin, um mit meinen piratigen Kniffen durch die Tür zu brechen. Erst brauche ich etwas Dynamit. Dann ein Gummihuhn mit einem Flaschenzug in der Mitte, dann eine Art rudimentäre Drehbank. Ohne meinen Schlüssel kriegt der die Tür nie auf. Ich sollte ihm auf sichere Entfernung folgen, nur um dafür zu sorgen, dass er meine Pläne nicht durcheinander bringt. Oh oh. Und zum Schluss, hallo meine lieben Freunde, das war's von Tales of Monkey Island. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer lasst ihr mir ein Abo und einen Daumen rauf da. Unten in der Videobeschreibung der Link zum Link, mit dem ich der Elder Scrolls Online Let's Play und natürlich der Link zu allen meinen laufenden Let's Plays. Ich verbleibe als euer Pillar Fire Dragon mit einer heißen Fario für diesen Part.